So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon die Kristall-Edition. Wow, du hast einen Pokédex, das ist so toll. Wir sind in Olivianna City angekommen, wo schon die nächste Arena auf uns wartet. Das Tor zu einer neuen Welt. Und die ist gleich hier. Och nö, nicht jetzt. Gary, du schon wieder? Kein Grund zur Panik, mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Wuhu, wozu soll das alles nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Als ob wir es nötig haben. Zäh. Angeber. Oh, zum Glück muss man gerade nicht kämpfen. So, die ist wirklich nicht da. Dann können wir kurz die Arena angucken. Wow, die ist ja richtig billig aufgebaut. Okay, gib mir Tipps. Jasmin, die Arenaleiterin, ist im Leuchtturm. Sie kümmert sich um ein krankes Pokémon. Ein starker Trainer muss auch Mitgefühl zeigen. Ja, aber eine Arenaleiterin sollte feste Arbeit sein in der Arena, Mann. Pokémon-Arena von Olivianna City. Olivianna City Leitung Jasmin. Ein stahlhartes Mädchen. Hm, stahlhart? Ich frage mich, welchen Pokémon-Typ sie wohl einsetzt. Aber erstmal gebe ich kurz ein paar AP zurück. Oder hole ich mir ein paar AP zurück. Ach, damit das Flammenrad voll aufgeladen ist, dann würde ich sagen, wir gehen straight in den Leuchtturm. Oder... Moment. Ich habe gelesen, irgendwo in Olivianas... Ach, hier ist gleich Route 40 auch noch. Ich dachte, es wäre so eine Insel, so abgeschnitten. Nee, anscheinend ist hier noch... Duellturm und Route 40 sind hier auch noch. Wie groß ist denn die Route hier? Ah, nee, okay, ist nur ganz klein. Hm, da ist ein hohes Gebäude, was ist das? Vielleicht ein Turm? Hallo, ich latsche einfach mal hier durch, okay? Duellturm. Ach, das ist... Irgend so ein... Weiß nicht. Feature. Die ultimative Herausforderung. Oh, bevor ich hier jetzt was Falsches erkläre, oder ich erkläre am besten was Falsches. Im Duellturm werden, glaube ich, die Pokémon auf Stufe 50 oder 100 angehoben und dann muss man so der Reihe nach ein paar Kämpfe machen und ja. Machen wir nicht. Ich mag den Duellturm nicht so. Den gibt es auch nochmal in Pokémon Perl und Diamant und vor allem in den Remakes in Platin und auch in Soul Silver und Heart Gold. Ich reise mit dem Schiff nach Olivianna, um die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre zu genießen. Da es eine Hafenstadt ist, unterscheidet sie sich von anderen großen Städten. Und zusätzlich zum Duellturm kommen auch in den Remakes noch andere coole Kampfsachen dazu. Und die sind dann echt knuffig. Vielleicht mache ich die mal im Let's Play. Du kannst es zwar von hier aus nicht sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Okay. Warst du schon am Duellturm? Ich denke, dass sich bereits viele starke Trainer dort versammeln. Da du so viele Orden besitzt, wirst du dich dort wacker schlagen. Ja, man kriegt auch, glaube ich, keine Erfahrungspunkte, weshalb der Duellturm jetzt nicht so prickelnd ist. Was man bekommt, sind Siegespunkte. Und die kann man für Belohnungen wie TMs und so Zeug eintauschen oder Protein und Zink. Ha, deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Oh ja, von ihm kriegt man Stärke. Richtig mies, einfach so ein random NPC. Der Einzige, auf den du dich vorher so hoher See verlassen kannst, bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Das ist aber schön für dich. So, bringen wir gleich mal Stärke bei. Ach, vor allem 4. Ich war schon drauf. Jo, wer kann's lernen? Na gut, machen wir halt auf Norman. Ja, kann ich mehr als 4 Attacken lernen. Was soll vergessen werden? Ich glaube, der Kreideschrei. Obwohl, der wäre vielleicht... Ach egal, jetzt ist er weg. Fertig. Stärke. So, dann können wir jetzt zum Leuchtturm gehen und Jasmin suchen. Und hier unten ist der Hafen. Schnellbootverleih. Ich glaube, dieses schnieke Gebäude ist der Leuchtturm. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Leuchtturm von Olivianna City, auch bekannt als Glitzerleuchtturm. Oh mein Gott, so fancy. Oh mein Gott.
das glitzert hier überhaupt nicht. Das sieht ja richtig trostlos aus. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Eigentlich, um sie abzulösen, damit die in Ruhe stehen können. Aber gut. Achso, Fenster. Mein Spiegelbild sieht gut aus. Was sind das für Fenster, dass wir da unser Spiegelbild sehen? Oh mein Gott. Hallo? Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Toll, und ich werde Jasmin ist ganz oben. Ja, klasse. Gut. Da haben wir auch schon den ersten. Dies ist kein Ort für Spielchen. Ich bin nicht zum Spielen hergekommen. Knacks. Knacks nicht weiter? Okay. Gentleman Hubert möchte kämpfen. Was macht denn ein Gentleman in so einem so dubiosen Turm mit einem so zwielichtigen Pokémon? Erklärung und Antwort? Alter, Tornupto sieht ja richtig aggressiv aus. Das hat Bock zu kämpfen. Und Noctu hält noch was aus. Verdammt. Ha! Heuler schlägt Fell. Ich kann in diesem Part nicht mehr reden. Oh Gott. So, weg. Und Roland hat durch sein Level-Up gerade 17 KP oder so dazu bekommen. Oder 14? Wow. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Also durch seine Entwicklung. Gut, noch mehr. Da kommt noch Matrose. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ei. Oder soll ich Arr sagen? Matrose Nepomuk. Ich glaube, die hängen einfach nur so random Buchstaben aneinander und schauen, ob es sich als Name eignen würde und oh Gott, Mann, Nepomuk. Also Pumuckl irgendwie in andere Reihenfolge angesetzt oder so. Oh. Dein Krabs hat ja nicht viel ausgehalten. Wenn sogar durch eine Feuerattacke verreckt. Und was haben wir noch? Eine Quapuzzi. Oh, hör doch auf mit Wasser-Pokémon, Mann. Das reicht. Ich hab doch nichts. Ich hätte doch das, den Pflanzenstarter nehmen sollen. Wäre nicht so nutzlos. Ich mag Endivi echt nicht. Also außer, dass es gut gegen Wasser-Pokémon ist. Aber ansonsten ist Endivi echt voll der Rotz. So, Nepomuk wurde besiegt. Uff, ich habe verloren. Und weiter hoch. Oh, da ist ein Item. Hallo? Das müssen wir nachher uns noch schnappen. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Werden wir jetzt rausgeschmissen? Bist du hier vom Security-Personal oder was? Dürfen wir keine 10-jährigen Kinder rumspielen? Eugen. Hat auch 5 Pokémon, oh Gott. Lauter Taubsies. Die mache ich doch mit einer Glut sogar fertig. Dann verschwende ich meine AP nicht. Dann setze ich lieber Glut ein. Ja. Brathähnchen. Eugen setzt. Oh, Taubsi. Das sind die ganz kreativen Trainer, die 5-mal dasselbe Pokémon mit 5-mal demselben Level haben. Und 5-mal mit derselben Attacke tot. Ah, nee, nicht dasselbe Level. Sogar noch mit noch schwächeren Pokémon. Aber die 5-mal durch dieselbe Attacke ihr Ende finden. Ohne irgendwie auch nur ansatzweise agieren zu können. Ach, love it. Setz Taubsi ein. Dum, 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 dum. Hey. Level 19. Wow. Komm, weiter Glut. Weiter Glut. Es wird... Oh mein Gott. Es hat mich angegriffen. Diese Bitch. Na, aber stimmt auch nicht Glut. Oh mein Gott, nochmal ein Taubsi. Ich bin gespannt. Naja, flatter noch mit deinen Flügeln, solange du es noch kannst. Ganz langsam steigt der Erfahrungspunktebalken. Sehr langsam. Komm, gib mir doch eine Herausforderung. Ich will starke Gegner. So höherlevelige Pflanzen-Pokémon, das wäre so mein Interesse. Schade. Gut, Eugen, ich wünsche dir viel Spaß im Pokémon Center. Du sorgst dich wirklich.
Naja. Also viel Spaß mit dem Pokémon Center. Grüß die Schwester von mir mit der Sprachstörung da. Wir gehen mal weiter. Oh, hier sind Löcher im Boden. Okay. Hier kann man runterfallen. Ganz gefährlich. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Und wie immer sind um diese Löcher natürlich keine Sicherheitszäune oder sonst irgendwas dran gebaut, weil ja keine 10-jährigen Kinder hier im Leuchtturm rumspielen. Felix möchte kämpfen und setzt Fukano ein. Oh, so süß. Aber Fukano hat, glaube ich, Feuerfänger als Fähigkeit. Deswegen muss ich dich leider mit einem Ruckzuck-Hieb fast töten noch, komm schon. Und er lasert mich einfach weg. Dieses kleine Bröckelchen hätte ich auch davor machen können. Den einen Kraftpunkt. Nochmal ein Fukano, nochmal ein Fukano. Nochmal eine Chance auf einen One-Shot. Ach, komm schon. Ach, wow, das Wegbrüllen klappt tatsächlich. Okay, vor allem Sklave wurde ausgewählt. Tackle. Wow, wenn der... Er hat ihn einfach gekillt. Du hast dein Level-Up zurecht verdient. Deine Level-Ups. Wow, super. Felix wurde besiegt. Ah, ich muss mehr trainieren. Tja. So ist das Schicksal der Schwachen. Jasmin ist die Arena-Leiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Es ist besser, du stellst dich hier nicht in den Weg. Beziehungsweise du stehst nicht so die ganze Zeit rum, wenn du Jasmin zurückholen willst. Mann, dann suchst du doch. Ramona möchte kämpfen. Und auch wieder ein Wasser-Pokémon. So eine Pikachu-Verarsche. Flammenrad. Und Ruckzuck. In Kombination ist doch immer noch am stärksten. Nicht sehr effektiv. Oh, der miese Scheißer kann Blubstrahl. Oha. Ruckzucki. Und weg ist es. Level up. Spezialangriff ist schon 102. Oh yeah. Oh, meine Pokémon. Ah, verdammt. Okay, hier haben wir auch wieder ein Loch. Und sonst ein Matrose, der irgendwie falsch rumguckt. Hallo? Jasmin muss krank vor Sorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Man sieht sie nicht mal mehr arbeiten. Womit hier ein Haar rum? Womit hier Haare rum? Oh Gott. Ich krieg Haarausfall. Matrose Ferdin! Ferdinand! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Ferdinand! Ich spiel gerade zeitgleich Pokémon Mystery Dungeon, Team Blau. Und da habe ich meinen Pokémon auch Ferdinand genannt. Ach schön. Dass ich hier namens Vetter sehe. Ach, herrlich. Ich weiß gar nicht, wann der Part hochgeladen wird mit Ferdinand. Aber es sollte auch so Part 16 sein. Ja, kommt glaube ich noch vor dem Part hier online. Schön. Oh, Ferdinand. Nicht sehr effektiv. Und es stirbt trotzdem. Ferdinand wurde besiegt. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Und was ist denn los, Ferdinand? Willst du über deine Probleme reden? Apropos krank, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Hier ging es nach oben. Aber ich will das Item da hinten noch. Moment, ich will erst das Item holen. Da dürfen wir einmal durch den Boden fallen. Hui! Dusch, direkt vor ihn. Hey! Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin nett. Und stark. Ich bin Matrose! Oh mein Gott! Diese Erkenntnis. Matrose Pepe möchte...
Rare Meme wants to fight. Oh mein Gott, ein Rare Diamond Pepe erscheint, der nur einmal in 100.000 Memes vorkommt. Like for good luck. Ignore for Satan. Flammenrad. Wow. Sofort weg, alles klar. Es tut mir so leid, Rare Diamond Pepe. Du bist auch nett und stark. Willkommen an Bord. Jedes Mal, wenn ich nach Oliviana City komme, gehe ich in die Pokémon Arena. Der Pokémon-Typ der Arena-Leiterin hat sich geändert, ohne dass ich es gemerkt hatte. Ja, weil plötzlich gab es Stahl-Pokémon, die es davor nicht gab. Also Stahl ist der neue Pokémon-Typ. Und... hier ist auch nochmal ein Item. Und eine Treppe. Gut, dann würde ich aber sagen, das holen wir im nächsten Part. Wie immer, genau, nochmal zum Pokémon-Typ. Moment. Ist ja jetzt in der zweiten Generation Stahl geworden. Und das heißt, alle Pokémon, so Magnetilo, die davor nur Elektro waren, sind jetzt Elektro-Stahl. Also ganz plötzlich so, weiß ich, gab eine weltbewegende Veränderung. So, das war's aber jetzt für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Handsome Peter. Ciao.